zusammen, willkommen zurück auf meinem Kanal. Heute geht es um meine Haare oder speziell um meine Haarfarbe, denn ich werde von euch sehr, sehr oft gefragt, was tue ich, damit die Farbe gut hält, welche Produkte benutze ich, welche Farben benutze ich am liebsten, wie wasche ich meine Haare oder wie wäscht sich die Farbe raus bei mir und wäscht sie sich überhaupt raus und wie reagiert mein Umfeld auf meine Haarfarbe, und diese Fragen möchte ich euch jetzt alle gerne beantworten. Ich wünsche euch viel Spaß und es wird haarig. Meine Zuschauer, die mich jetzt lange verfolgen, wissen, dass ich eigentlich entweder nur lilane oder pinke Haare habe oder vielleicht mal beides zusammen. Ich töne meine Haare nicht in grün oder nicht in orange, obwohl ich Türkis zum Beispiel sehr schön finde. Ich würde aber sagen, Türkis würde nicht zu mir passen, und zweitens habe ich auch schon gehört, dass Türkis nicht ganz aus den Haaren verschwindet. Von daher lasse ich das und ich finde, pink und lila passt am besten zu mir, das harmoniert am besten, und von daher bleibe ich doch eher so pink und lila. Obwohl ich da auch andere Töne mal ausprobiere. Es gibt ja auch verschiedene Pinktöne. Natürlich ist da auch irgendwann Schluss. Also es gibt jetzt nicht unbedingt 1000 Pinktöne, aber ich mische die auch gern mal miteinander oder Pink und Lila mal zusammen. Ich habe letztens zum Beispiel auch mal Burgundi zusammen mit Pink vermischt und das sah auch nicht schlecht aus, aber trotzdem gehe ich schon in eine bestimmte Richtung. Die Richtung gefällt mir und da möchte ich auch bleiben. Momentan sind alle Farben von Directions, die ich in den Haaren trage, einmal hier oben am Ansatz Flamingo Pink. Flamingo Pink ist wirklich sehr, sehr knallig, schwächt sehr langsam ab bei mir, finde ich. Und der Ansatz ist generell sowieso immer knalliger. In den Längen und Spitzen habe ich einmal Lavender und Kanarien Pink, beides so ein bisschen zusammengemischt. Und ja, das ist die vierte Haarwäsche jetzt und ich finde, es hat sich wenig getan. Natürlich sieht man, dass die Haare ein bisschen heller sind, aber trotzdem würde ich sagen, es ist noch nicht so weit, dass man sagt, komm, du musst jetzt nachtönen oder so. Also ich finde, es ist noch okay. Ich benutze auch sehr gerne Farben von Crazy Color. Nur das Problem ist da, man bekommt sie nicht einfach so in Deutschland zu kaufen. Also man muss sie halt übers Internet kaufen und da habe ich momentan einfach keine Lust zu. Meine Haare nehmen sehr gut lilane Töne an. Also die halten bei mir am längsten und am besten. Und ich finde, die bluten bei mir auch nicht so stark aus. Jedoch wäscht sich nicht jedes Lila auch lila raus. Also einige Lila-Töne gehen auch sehr gerne ins Bläuliche oder ins Graubläuliche. Und das ist natürlich nicht so schön, wenn man kein Blau mag. Aber trotzdem hält bei mir Lila sehr, sehr lange und sehr intensiv. Nicht so wie Pink. Pink ist für mich sehr unkompliziert bei meinen Haaren, aber es wäscht sich doch schon schnell raus. Ab der dritten Haarwäsche wird es alles heller und dann geht das auch ratzfatz, schnucks, pucks. Es wäscht sich einfach sehr schnell raus. Dann, aber es wäscht sich rosa raus. Also da habe ich das Problem nicht, dass ich die Farbe hinterher nicht mehr so mag, sondern da finde ich das Rosa ganz gut. Aber es hält nicht bei mir so lange. Dann wurde ich auch gefragt, was ich so an Produkten benutze oder wie ich meine Haare wasche. Also ich wasche meine Haare immer kalt, auch wenn ich kein Kaltduscher bin. Das mache ich, damit die Farbe nicht so schnell rausgeht, also damit sich die Farbe nicht so schnell rauswäscht, obwohl es kalt, wirklich kalt ist. Ja, es ist wirklich kalt. Es wird immer empfohlen, bei bunten Haaren mit kaltem Wasser zu waschen. Und wenn du natürlich deine Haarfarbe schnell rauswaschen möchtest, dann benutze heißes Wasser oder warmes Wasser. Aber man muss sich halt dran gewöhnen. Das mache ich schon eigentlich immer. Außer die Farbe ist so weit rausgewaschen, dass ich sage, jetzt habe ich keinen Bock mehr. Dann benutze ich auch heißes Wasser oder halt mein Tiefenreinigungsshampoo von Paul Mitchell. Meiner Meinung nach das Beste, also bei mir das Effektivste, und das benutze ich dann halt auch sehr, sehr gerne. Und ja, was ich sonst so benutze, ist zum Beispiel ein Shampoo. Ich habe mal gehört, dass man ein mildes Shampoo bei bunten Haaren benutzen soll, damit die Farbe nicht so schnell rausgezogen wird. Das habe ich gemacht eine lange Zeit lang. Zum Beispiel das Balea Shampoo, das ist das Sensitiv Shampoo, was ich immer noch sehr gerne benutze. Aber ob ich jetzt ein Farbshampoo benutze oder ein mildes Shampoo, bei mir tut es der Farbe null. Also von daher benutze ich auch ganz normale Shampoos, aber das ist einer meiner liebsten von Balea, die ich sehr, sehr gerne benutze. Gerade wenn meine Kopfhaut wieder anfängt zu jucken, benutze ich das mit dem Sebamed zusammen. Und ja, das ist zum Beispiel ein Shampoo, dann benutze ich ganz normale Haarkuren und Spülungen. Ich benutze auch Haaröle, also alles das, was
so für die Haare gut ist. Ja, aber es gibt zum Beispiel auch Farben, die nicht ganz restlos rausgehen. Meistens hat man das bei bläulichen Tönen oder bei grünlichen Tönen. Es wird aber bei einigen Farben auch empfohlen, eine Blondierwäsche zu machen, wenn du merkst, das geht nicht mehr ganz raus. Das muss aber jeder für sich selber entscheiden. Ich finde, da sollte man drauf achten, wie stark ist das Haar geschädigt? Kann ich mir das erlauben oder fallen mir danach die Haare raus? Ja, da sollte man echt drüber nachdenken. Die komplizierteste Farbe, die ich jemals hatte, war von Crazy Color Hot Purple. Das ist wirklich eine Farbe für Mutige, denn diese Farbe geht sehr, 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 sehr langsam raus. Wirklich sehr langsam. Egal, was man tut, egal, was man macht, diese Farbe bleibt einfach in den Haaren drin. Ich habe zum Schluss immer nur noch ein Reinigungsshampoo benutzt und das 45 Minuten einwirken lassen und es wurde kaum heller. Ich habe es damals sogar auf Instagram gepostet und ich weiß gar nicht, wie viel Haarwäsche ich da schon getätigt habe. Ich glaube 20, 25 Dinger oder was weiß ich. Also es ist wirklich eine komplizierte und schwierige Farbe. Zum Schluss wurde die Farbe leicht bläulich, gräulich. Sah nicht so hässlich aus, aber trotzdem, das sah schon sehr rausgewaschen aus. Dann kam ja noch die Frage, wie reagiert mein Umfeld auf die Haarfarbe oder auf meine Haare oder auf mich persönlich? Es ist sehr, sehr gespalten. Es gibt Menschen, die das toll finden, die auf dich zugehen und sagen, das finde ich toll. Die meisten sagen nichts. Also es ist jetzt nicht so, dass ich belagert werde von Menschen und die dann alle sagen, oh, Selfie, 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 das nicht. Aber es gibt schon immer noch ein paar Leute, die dann auf dich zukommen und sagen, oh, krass, diese Farbe hätte ich auch gerne. Gerade Kinder sind immer so was von fasziniert von. Also es gibt wirklich Kinder, die dann sagen, Mama, ich hätte auch gern so welche Haare oder so, aber die meisten sagen, wie gesagt, nichts. Dann gibt es Menschen, die das zwar toll finden, aber für sie persönlich ist das nichts. Das ist ja auch okay, jeder hat seine Meinung und das ist auch völlig in Ordnung. Ich gehe ja nicht durch die Welt und sage, hey, du musst jetzt auch pinke Haare haben oder so, sondern ich erwarte eigentlich gar nichts. Aber es gibt Menschen, die mich auch schief angucken, die an mir vorbeigehen und denken, ich bin ein Alien oder die sich halt vor mir setzen und mich dann anstarren und denken, also wirklich blöd anstarren. Also jetzt nicht, hey, das ist ja cool oder wieso oder warum, einfach so, was bist du für eine, so in der Art. Und gerade meine Piercings fallen dann auch im Nahen auf. Also das Septum ist auch immer so ein Piercing, wo die Menschen drauf gucken, also entweder auf meine Haare oder auf meine Haare und auf das Septum. Und das so als Kombi, viele denken dann halt eher, ich bin so eine Gothic-Tante oder ich bin halt, ja, sagen wir mal so, ich bin anders, also wie soll ich das sagen? Also ich bin aus einem Milieu oder was? Also einige, klar, es gibt auch hier auf YouTube wirklich Mädels, die mich als beschimpft haben und meinten, ich würde im Milieu arbeiten zum Beispiel. Also das gab es auch schon. Vielleicht denken die meisten, ich arbeite im Erotikbereich oder so. Kann natürlich sein, aber damit habe ich ja keine Probleme. Sollen sie denken, was sie wollen. Aber es gibt auch wenige Menschen, die sich mit mir darüber unterhalten. Ich saß auch schon öfters bei Ärzten, die mir dann entweder erzählt haben, naja, würde ich so wie du rumlaufen, würde ich pleite gehen. Also da dachte ich mir dann auch, komm mal klar. Ich meine, also ganz im Ernst, ich glaube nicht, dass jeder Arzt pleite gehen würde, nur weil er dann auf einmal mit bunten Haaren rumrennt. Sicherlich ist es nicht dieses Schlichte, was ich habe. Es passt nicht zu der Gesellschaft. Und es gibt natürlich immer Leute, die vor dir stehen und sagen, von so einer lasse ich mich niemals behandeln. Aber ich denke, wenn ein Arzt gut ist und der kommt dann auf einmal mit einer blauen Strähne an, da geht auch nicht gleich jeder hin und sagt, du, ich komme nie wieder zu dir, sondern ich finde, Qualität zählt da doch ein bisschen mehr als eine bunte Strähne im Haar zu haben oder sich die Haare pink zu färben. Also ich weiß nicht. Also ich kann mir das nicht vorstellen, wäre ich jetzt Ärztin, ich wäre erfolgreich oder was weiß ich und ich würde dann mit den pinken Haaren ankommen. Ich glaube nicht, dass ich danach pleite gehe. Sicherlich würden sich Kunden, Patienten von mir entfernen, aber nicht alle. Also ich müsste nicht meine Praxis schließen, kann ich mir nicht vorstellen. Dann habe ich aber auch Ärzte, die das toll finden, wie ich bin. Für sie persönlich ist es nichts, aber sie finden mich toll, weil ich so aussehe. So ganz bescheuert. Also wie soll ich das sagen? Was ich nicht abkann ist, wenn sich Männer auf einmal für deine Haarfarbe interessieren oder für deine Person, weil du auf einmal eine andere Haarfarbe hast. Und das ist so, was ich natürlich manchmal auch so merke, wo ich dann denke, nein, ich date nicht. Kennt ihr noch mein 100 Fakten über mich Video? Da habe ich ja gesagt, ich date nicht. Oder mein letztes Date ist schon lange her. Ich date nicht gerne. Mein letztes Date war letztes Jahr im Juli.
Und ich bin nicht komisch. Das ist immer noch mein letztes Date. Ja, ich bin eine alte Jungfer. Es ist immer noch mein letztes Date. Also ich lasse mich nicht anbaggern, nur weil ich pinke Haare habe. Und es gibt wirklich Männer, die ich kennengelernt habe, die dann wirklich vor dem Laden standen und sagen, hey, du hast eine coole Haarfarbe und wollen wir uns nicht mal kennenlernen? Nee. Was natürlich auch öfters kommt, so gerade von Ärzten, ich polarisiere. Ich würde jetzt nicht sagen, ich polarisiere ganz. Natürlich macht das ein Typ aus mir. Es ist ungewöhnlich. Hat nicht jede oder nicht jeder, obwohl ich sagen muss, so weltfremd ist das alles nicht mehr. Aber natürlich, es ist was anderes. Trotzdem mache ich das ja nicht für die Menschen. Ich gehe ja nicht raus und sage, hey, ich habe jetzt für dich meine Haare grün, pink oder lila gefärbt, weil ich dir jetzt beweisen will, dass ich ein anderer Typ bin oder dass ich irgendwas sein möchte. Denn ich habe es damals einfach ausprobiert, das war mein Ding, das wollte ich halt immer mal ausprobieren und jetzt bin ich bei geblieben. Zum Beispiel hatte ich das auch schon mal, dass meine Piercings begutachtet werden. Ich saß beim Arzt und mein Arzt hat mir erstmal auf das Septum gefasst, weil er nicht wusste, was das ist. Der war so erstaunt davon, nicht wirklich positiv, aber auch nicht negativ. Er war leicht erschrocken und meinte, tat das nicht weh? Ich meinte, ja, aber das sind natürlich immer so lustige Momente. Manchmal denke ich mir, okay, man kann es auch übertreiben, aber es gibt Menschen, die sowas nicht kennen und ich habe damit kein Problem, das jemand zu erklären, aber trotzdem mag ich das zum Beispiel nicht, wenn man mir dann übers Gesicht fasst. Und das hatte ich auch schon beim Arzt, die dachte dann, ich bin so ein tolles Mädchen oder so eine niedliche Frau mit ihren pinken Haaren und das ist ja was anderes so. Und dann fährst du mir dauernd ins Gesicht, ey. Da dachte ich auch, also komm. Das sind alles lustige Momente, die ich erlebe. Aber es gibt natürlich auch Menschen, die einen bewundern deswegen, die dann sagen, ach, ich würde sowas auch machen. Aber ich finde, das ist alles so harmlos. Also zum Beispiel meinte eine Freundin zu mir letztens, oh Gott, du wirst immer angeguckt. Immer dann, wenn wir in der Stadt sind, wirst du angeguckt. Also deine Haare werden angeguckt. Ich merke es persönlich nicht mehr, denn ich gucke mir die Leute nicht an oder ich starre nicht zu den Leuten hin und anscheinend die Leute aber auf meine Haarfarbe und es ist mir nicht mehr so bewusst. Natürlich, wenn ich mal jemanden angucke und ich bemerke, dass er meine Haarfarbe anguckt oder so, klar, das fällt mir dann auch auf, aber ansonsten gehe ich eigentlich blind durch die Straße, wenn ich ehrlich bin und es ist mir egal, aber Freunde sagen das halt, dass mich Leute doch schon sehr stark angucken, aber sie kommen halt nicht auf mich zu und von daher, mir ist es egal, Latex. Ich arbeite im Büro, da habe ich auch keine Probleme mit, denn es ist eigentlich typisch konservativ. Ich weiß, einige denken, ich arbeite in der Werbung oder ich mache das oder ich bin etwas kreativer. Bin ich eigentlich auch, ich habe öfters in der Werbung gearbeitet, aber es gefällt mir da halt momentan im Moment sehr, sehr gut und ich darf machen, was ich möchte mit meinen Haaren und das gefällt mir natürlich umso mehr. Es ist alles nicht so schlimm, wie einige meinen. Natürlich gibt es immer Berufe, wo man es nicht machen darf, was ich sehr schade finde. Ich finde, es ist einfach schade, auf das Aussehen zu achten. Natürlich sollten wir alle gepflegt sein, das meine ich nicht, aber viele setzen das halt höher als deine Qualität oder deine Fachkenntnisse, die du hast. Und das finde ich schade. Also wenn ich dann so höre, wir können dich nicht einstellen, du bist am Arm tätowiert. Super. Und ich finde das schade, weil im Prinzip wird uns immer beigebracht, wir müssen lernen, lernen, lernen. Nur so können wir einen guten Job bekommen, bla, bli, blub, so weißt du. Kommst du an, machst dein Abitur, studierst oder was weiß ich, gibst tausende von Euros aus, nur damit du dieses Fach studieren kannst. Und dann tätowierst du dir deinen Arm zu und der Chef sagt zu dir, du, wir können dich nicht einstellen, du bist tätowiert. Also das finde ich dann immer so ein bisschen, ja, okay, gut. Zum Beispiel meine Mutter kommt auch nicht mit dem zurecht, wie ich bin. Also sie sagt zwar immer, sie hat sich an meine Haarfarbe gewöhnt, aber sie kann meine Piercings nicht leiden und sie kann meine Tattoos nicht leiden. Also auch mit meiner Person kommt sie nicht wirklich zurecht. Also ich bin teilweise sehr temperamentvoll und ich mache meinen Mund auf. Meine Mutter versucht mich immer zu kontrollieren und mich zu verändern. Und ich bin halt eine Person, wenn ich das merke, schalte ich einfach ab. Also ich blockiere und sage, ey, bis hierhin und nicht weiter. Und da ist es mir egal, ob es meine Mutter ist oder ob es meine Freundin ist. Also wenn mich jemand nicht so mag, wie ich bin, dann ist es halt so. Klar klingt es egoistisch, aber ich schreibe ihr ja auch nicht vor, wie sie zu leben hat, was sie zu machen hat, wann sie zu Hause sein soll oder was sie anzuziehen hat. Es gibt so welche Leute und es gibt so welche Leute und es ist alles okay. Ich finde, es ist okay, dass nicht jede Person alles mag, was die andere Person mag oder so. Nicht jede muss blaue Haare mögen, pinke Haare mögen oder grüne Haare mögen. Es kommt aber darauf an, wie du einer Person gegenüber trittst. Und sicherlich kannst du sagen,
das war mein Hund. Sicherlich kannst du sagen, ich mag deine Haarfarbe nicht oder ich würde sie mir persönlich nicht machen, weil ich den Ton nicht mag oder so. Aber man muss nicht jemanden unbedingt schräg angucken oder beleidigen oder für unauthentisch hinstellen. Wir gefährden mit bunten Haaren einfach niemanden. Wir tun niemanden weh damit oder wir machen nichts Illegales oder nichts Strafbares sozusagen. Und es hat einfach auch was mit Anstand zu tun. Und ja, bevor ich jetzt immer weiter rede, beende ich das Video hiermit. Und ja, ich hoffe, euch hat es gefallen. Ich weiß, dass einige sich auch immer diese Haarvideos wünschen. Also einige fragen schon nach, wann tönst du deine Haare, nimmst du uns mit? Und ich denke mir immer, ich färbe sie doch sowieso wie immer entweder lila oder pink. Aber einigen interessiert es von euch so stark, dass sie halt sagen, egal, vielleicht mache ich das jetzt öfters, vielleicht mache ich das immer, wer weiß. Einige fragen auch nach einem Auswaschvideo. Ja, aber ganz ehrlich, ich wasche meine Haare nie wirklich richtig aus. Also dann, wenn sie hell genug ist, töne ich einfach drüber und das war's. Und von daher kann ich euch jetzt nicht wirklich richtig zeigen von pink auf blond oder so. Also ich weiß nicht, vielleicht mache ich das irgendwann, aber wie gesagt, der letzte Rest wird immer bei mir drin bleiben. Aber wenn es euch trotzdem interessiert, mache ich das auch gerne. Obwohl ich sehr ungeduldig bin, also ja, ich bin sehr ungeduldig. Aber das könnt ihr mir ja alles in die Kommentare schreiben und ich bedanke mich, dass ihr zugeguckt habt. Ich wünsche euch einen tollen Tag, macht es gut und bis bald. Tschüss.